Das war Park TV. Oh.
als, wie ein Frosch es vorausgesagt hatte, eines Tages ein gar hübsches Prinzesslein in der Wiege lag, da freute sich das ganze Land. Zur Taufe wurden auch die weisen Frauen eingeladen. Es gab 13, man hatte aber nur 12 goldene Teller. So musste man eine vom Fest ausladen. Mit 15 Jahren soll sich Dornröschen an eine Spindel stecken und tot umfallen. Nicht tot, sagte die 12. Freilich, die Mutter hatte gesagt, geh mir nicht vom Weg ab. Aber als der Wolf ihr begegnete im Wald, einen guten Morgen wünschte und sie daran erinnert hat, dass doch so ein schöner Wiesenstrauß viel Freude bereite, wenn sie schon zur Großmutter gehe, hat sie halt die Mahnung der Mutter vergessen und ging auf die große Wiese und pflückte Blumen. Was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Die Großmutter, was hast du für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Aber Großmutter, was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Dann werden alle drei, die Großmutter, der Jäger und das Rotkäppchen, Kuchen essen und Wein trinken. Das Rotkäppchen trinkt nicht. Wenn sie Mutter fortgegangen war. Wie die Mutter es vorausgesagt hatte, plötzlich klopfte es ungeduldig an die Tür. Mach auf! Euer lieben Mütterlein ist da. Und Kreide würde seine Stimme viel feiner machen. Und wieder klopfte er an. In der Stube verstummte das fröhliche Gemeckere. Macht auf, euer lieb Mütterlein ist heimgekommen. Zeig uns erst deine Pfote, vorher wird nicht aufgemacht, rief das zweitälteste Geißlein. Und das wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Es war natürlich nicht der Wind, der sich da an dem köstlichen Lebkuchendach zu schaffen machte. Und es war auch nicht das himmlische Kind, das sich herrliches Zuckerzeug vom Fensterladen abwarf. Enzel und Gretel waren es, die nach 3 Tagen bis umherirren sind tiefer schon. Beim ersten Mal hatte Hänsel schlauerweise Kieselsteine auf den Weg gestreut. Die zeigten ihnen den Weg nach Haus. Beim zweiten Mal freilich hatte Hänsel Brotbröcklein hinter sich auf den Weg geworfen. Die hatten die Vöglein. Gretel befreite ihren Bruder und mit den Schätzen der Hexe machten sie sich auf den Heimweg. Von nun an hatten sie keine Sorgen mehr. Und ihr Vater war... Frau endlich ein Mädchen zur Welt brachte, Raben zur Quelle schickte, um schnell Taufwasser für die Nottaufe zu holen. Die anderen 6 liefen mit, doch der Zug fiel ihnen in den Brunnen und keiner von ihnen traute sich mehr rein. Der Vater, das Mädchen wäre wohl schön, aber doch schuld an dem Unglück seiner 7 Brüder. Es ist der gestiefelte Kater. Der Müllers Sohn, der ihn erbte, war gar nicht so ganz glücklich anfangs. Als der Kater aber Stiefel beim Schuster angemessen haben wollte, ahnte der Müllerssohn, dass das ein besonderer Kater sein muss. Nun lebten Könige damals ausschließlich vom Essen und Kater dafür den Sack voller Goldfüllen. Hans staunte nicht schlecht, als der Kater ihn begoss, neben sich in die Kutsche. Auch die Prinzessin freute sich, der Herr Graf sah sehr gut aus. Der Kater aber eilte voran ins Schloss des bösen Zauberers und fragte ihn, ob er sich denn auch in Tiere verwandeln könne. In einen Elefant zum Beispiel, in einen Löwen zum Beispiel, in ein Pferd zum Beispiel oder auch vielleicht in einen Maus. Hans heiratete die Prinzessin und als der König starb, wurde er zum König ausgerufen. Sommerrodelbahn eingefunden, um eine Hochzeit zu feiern. Eine Vogelhochzeit. Hierzu laden wir euch alle herzlich ein. Ah!
Wir wünschen euch noch einen schönen Aufenthalt hier bei uns im Märchenwald. Um Gold und Perlen und Edelsteine aus des Königs Schatz stehlen zu können. Und er beschimpft auch noch Schneeweißchen und Rosenrot. Immer wieder brachte die boshafte Stiefmutter Linsen und immer wieder sagte sie, wenn du damit fertig bist, könntest du ja mit aufs Schloss, aber du hast ja nichts anzuziehen. Die schönen Kleider, die einst Aschenputtel gehörten, hatte sie ihren beiden eitlen und faulen Töchtern gegeben. Der Prinz hatte zu einem großen Fest ins Königsschloss eingeladen, um sich aus den Töchtern des Landes die schönste zur Frau auszusuchen. Aber alle Mädchen, die sie aufsuchten, hatten zu große Füße. Schneewittchen kocht für sie, macht ihre Bettlein und wäscht ihre schmutzigen Wämslein, wenn sie aus dem Bergwerk nach Hause kommen. Dann wird getanzt, gepfiffen und gelacht, denn die Freude ist groß, denn ihre Stiefmutter, die Königin, trachtet ihm nach dem Leben. Den Jäger hatte die Königin mit Schneewittchen in den Wald geschickt, damit er es tötet. Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen, die ist noch tausendmal schöner als ihr. Da machte sich die Königin als Händlerin verkleidet auf und wollte Schneewittchen umbringen. Der alte Esel Grauschen, den keiner mehr wollte, weil auch die reichsten Säcke ihm zu schwer geworden waren, für ein schauerliches Konzert. Die Häuser erstarrten. Kaum ihnen ließ das Feuer im Kamin ausgehen, Blattesel vergaß die Gans zu schlachten und mittelbar schmeckte der beste Schluck Wein nicht mehr. Sie blieb nach grünem Hass und tranken und aßen nach Herzenslust. Als sie das Licht gelöscht hatten und schliefen, kamen die Haare geschlagen und oben auf dem Dach hat einer gerufen, bringt mir den Schelm. Dabei hatte ihn lediglich die Katze gekackt, der Hund gebissen, der Esel auch. Thank you.
Sägegatter wird durch ein Wasserrad angetrieben. Auf dem Gatter werden aus Baumstämmen die Bretter gesägt. Mit der Kreissäge können die Bretter in die gewünschte Form gesägt werden. Mit dem Beil verarbeitet man das Holz. Und mit der Bügelsäge werden die Hölzer auf die richtige Länge gesägt. So, und jetzt hören wir einmal. Die abgesägten Bretter sind ja alle zu kurz. Die Bretter werden aber ganz schön lang. So geht's hier auf dem Baum von Lüte. Das ist ein Lärm hier. Hallo, das Land ist wieder versteckt. Auch, nur unser Bundesdichterin hatte einen aus purem Gold. Als es wieder einmal im Hof gab, spielte in den defekten Rosensachen. Thank you.